Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, liebe Abgeordnete. Es steht heute auf der Tagesordnung ein Antrag der SPD, Antrag auf Ehrenbürgerschaft der Stadt Rathenow für die erste weibliche Bischöfin von Norwegen und ganz Skandinavien, Rosemarie Köhn. Und ich darf für die SPD-Fraktion die Begründung verlesen. Der Vater von Rosemarie Köhn, Willi Köhn, handelte mit optischen Geräten und bereiste als Händler auch Norwegen, wo er seine spätere Frau kennenlernte und sie 1939 heiratete und mit nach Rathenow brachte. Rosemarie Köhn ist am 20.10.1939 in Rathenow geboren. Sie wurde am 26.10.1939 in Rathenow getauft und 1945 in Rathenow eingeschult. Als der Vater aus der Kriegsgefangenschaft nicht zurückkehrte, verließ die Mutter Mathilde Köhn 1946 mit ihrer Tochter Rathenow und zog wieder nach Norwegen. Dort studierte Rosemarie Köhn Theologie und arbeitete nach dem Studium an der Theologischen Fakultät der Universität in Oslo, wo sie das Seminar zur Ausbildung der Theologen leitete und eine hebräische Grammatik herausgab, nach der alle Studenten in ganz Skandinavien lernten. Ihr Unterricht machte sie in Norwegen so bekannt, dass der König Harald V., der damals noch Oberhaupt der norwegischen Staatskirche war, Rosemarie Köhn 1993 zur ersten weiblichen Bischöfin in Norwegen im Bistum Hamar ernannte. Damit wurde Kirchengeschichte geschrieben, denn sie war die erste Bischöfin in Norwegen und ganz Skandinavien und die dritte Frau weltweit in der evangelischen Kirche im Bischofsamt. Dieses Bischofsamt hatte sie bis 2006 bekleidet. Sie kam nach der Einheit Deutschlands fast jedes Jahr einmal nach Rathenow, denn ihr Herz hängt an ihrer Geburtsstadt und besonders an der St. Marien-Andreas-Kirche. Der Anblick der Kirchenruine mit den großen Bäumen im Chorraum betrübte sie und in ihrer ersten Predigt als Bischöfin 1993, wo auch König Harald V. und die Königin Sonja von Norwegen teilnahmen, ging sie auf die grünen Bäume in der Ruine des Chorraums der Rathenower St. Marien-Andreas-Kirche ein und verband damit die Hoffnung, dass auch wieder Wachstum und Prosperität in Rathenow Einzug halten werde, denn das Grün der Bäume bedeutete für sie ein Zeichen von Hoffnung. Und so ist es dann ja auch gekommen. Seit dem 6.11.2009 ist sie Mitglied im Förderkreis zum Wiederaufbau der St. Marien-Andreas-Kirche in Rathenow e.V. und hat bisher über 600 Euro für den Wiederaufbau des Gotteshauses gespendet. Am 26.01.2011 trug sie sich in das Ehrenbuch der Stadt Rathenow ein, wobei der Bürgermeister Ronald Seeger sie bat, eine Einladung zu einem Besuch der Stadt Rathenow für die Königin von Norwegen Sonja mitzunehmen, denn die Bischöfin hatte berichtet, dass sie mit der Königin eng befreundet ist. 761 Menschen haben bisher für die Ehrenbürgerschaft unterschrieben, darunter auch der ehemalige Finanzminister des Landes Brandenburg, Christian Börke, der sofort das touristische Potenzial dieser Ehrenbürgerschaft erkannte. Das Wichtigste, was sie als Ehrenbürgerin der Stadt Rathenow qualifiziert, ist neben dem Alleinstellungsmerkmal, dass sie in Rathenow geboren wurde, ein Buch über ihr Leben, das unter dem Titel Rose 2007 in Norwegen erschienen ist und ein Bestseller wurde. Damit hat sie ihrer Heimatstadt Rathenow ein literarisches Denkmal gesetzt und Rathenow in ganz Norwegen bekannt gemacht. Sie beschreibt in mehreren Kapiteln ihr Leben in Rathenow, vor allen Dingen den Krieg, die Bombardierung, der Hunger und wie die Russen kamen und wie sie dann mit ihrer Mutter zurück nach Norwegen reiste. Sie schildert, wie sie mit einem Nachbarsjungen in der Heinrich-Heine-Straße im Keller saß
und beide sich an den Händen hielten, weil sie Angst hatten, als die Bomben über Rathenow abgeworfen wurden und sie die Detonationen hörten. Es haben die Ehrenbürger von Rathenow viele Bücher über die Stadt geschrieben, aber wohl keiner in Norwegisch. Das wäre so ein weiteres Alleinstellungsmerkmal und Werbung für die Stadt Rathenow in Norwegen. Es wäre für die Stadt sehr gut, wenn eine zweite Frau zur Ehrenbürgerin ernannt wird. Wenn ich in die Runde der Abgeordneten schaue, sehe ich hier, 85% sind Männer. Ich bitte Sie deshalb, sehr verehrte Abgeordnete, dem Antrag zuzustimmen. Sie sind natürlich frei in Ihrer Entscheidung. Vielen Dank.